immer und zu jedem Zeitpunkt die richtige Investmententscheidung treffen. Das ist bei diesen komplexen Finanzmärkten nicht immer ganz leicht, selbst für Profis in Family Offices. Welche Rolle hier ein sogenannter externer Chief Investment Officer spielen kann, das wollen wir im Folgenden klären. Zu Gast hier auf dem Parkett der Börse Frankfurt ist Manfred Griedel. Er ist Geschäftsführer der Griedel Asset Management GmbH. Schön, dass Sie da sind, Herr Griedel. Hallo. Warum sollten denn Inhaber großer Vermögen und auch Family Offices grundsätzlich über einen sogenannten externen CIO nachdenken? Ja, Herr Franek, wir reden hier von den mittelständischen Family Offices im Bereich 10 bis 100 Millionen Euro etwa. Dort ist es so, da ist wahnsinnig viel Know-how in Sachen Unternehmertum vorhanden, aber nicht notwendigerweise auch immer entsprechend großes Know-how für die Kapitalmärkte. Und da stellt sich dann oft die Frage, stelle ich jetzt selbst einen Chief Investment Officer ein oder kann ich die Dienstleistung auch extern beziehen? Und der externe CIO kann hier eine sehr kostengünstige, aber auch sehr professionelle Lösung sein. Dann schauen wir doch mal in die Details. Ihnen ist dabei auch wichtig, auf eine sogenannte zweite Meinung, nämlich die Second Opinion, einzugehen. Warum ist das im Tagesgeschäft aus Ihrer Sicht so bedeutsam? Ja, die Second Opinion führt eigentlich dazu, dass man dem Family Office hier hilft, eigene Meinungen und Vorstellungen nochmal zu überdenken. Es führt auch dazu, dass der externe CIO unabhängig und mit einem gewissen Weitblick seinen Sachverstand einsetzen kann und Entscheidungshilfen zur Verfügung stellen kann. Und das gilt nicht nur für die Anlageentscheidungen, das gilt auch für die gesamte Struktur eines Family Office. Also die sogenannte Weisheit der vielen hier sozusagen dann auch noch auf den CIO übertragen. Sie sehen sich dabei auch als Sparringspartner, wenn ich das richtig interpretiere, als Impulsgeber. Können Sie das vielleicht mal einem spannenden und ja, praktischen Beispiel erklären? Ja, sehr gerne. Wir arbeiten seit 3 Jahren in München mit einem Family Office zusammen und für dieses Family Office verwalten wir die liquiden Assets, das heißt also die Aktien und Anleihen. Das Ganze haben wir strukturiert in einem Publikumsfonds, den wir auch mit initiiert haben, also haben wir den ganzen Auflegungsprozess mitgemacht für das Family Office. Und neben dem Management von diesen liquiden Assets sind wir aber auch im wöchentlichen Austausch mit dem Family Office. Und da geht es nicht nur um die Fondsperformance, sondern da geht es auch ganz allgemein um aktuelle Marktthemen, um Zinsentwicklungen, welche Herausforderungen sind momentan in der Weltwirtschaft zu sehen. Und hier kann der Chief Investment Officer als externe Instanz durchaus einen Mehrwert liefern und eben auch zu besseren und schnelleren Entscheidungen führen für das Family Office. Und eben auch den einen oder anderen Impuls setzen. Und Sie haben das auch weiterentwickelt, haben ein sogenanntes dreistufiges Lösungsmodell zusammengefasst. Wie sieht dieses Modell genau aus? Ja, das ist in der ersten Stufe erstmal der externe Chief Investment Officer als Sparring Partner oder Second Opinion. Das heißt wirklich, wir schauen uns in dem Family Office an, wie sind die Entscheidungsprozesse, welche Strukturen gibt es, wie werden Anlageentscheidungen getroffen und sind hier beratend zur Seite für den Owner der Assets sozusagen. Im zweiten Schritt sind wir der externe Chief Investment Officer als aktiver Manager. Das heißt also, wir übernehmen wirklich auch Performance-Verantwortung, wie bei in dem Beispiel, das ich genannt habe, also dass wir einen ganzen Publikumsfonds auch managen können. Und der dritte Schritt ist dann, dass wir wirklich so einen Chief Investment Officer Best Practice machen, wo wir also auch das ganze Netzwerk nochmal zur Verfügung stellen und auch Seminare, Workshops zu aktuellen Themen veranstalten mit einem sehr kleinen Kreis. Das sind viele, viele Infos gewesen. Daher vielleicht noch mal kurz und knapp zusammengefasst, Herr Griedel. Was ist jetzt der allererste Schritt auf dem Weg hin zum externen CIO? Ja, der externe CIO ist immer eine maßgeschneiderte Lösung. Und deshalb ist es wichtig, wer daran Interesse hat, dass er sich gerne mal bei uns meldet, dann können wir gemeinsam erstmal den Bedarf klären, worum geht es überhaupt und dann eine sehr passgenaue Lösung zur Verfügung stellen. Also, ausnahmsweise mal ein Thema abseits der Märkte, bei denen Sie natürlich auch zu Hause sind. Das war Manfred Griedel, Geschäftsführer der Griedel Asset Management hier auf dem Parkett der Börse Frankfurt. Haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Franek.